Im folgenden Video erfährst du, wie du überprüfst, ob es sich bei einer Funktion um eine lineare Funktion handelt. Also, woran erkennt man, ob eine Funktion linear ist oder nicht? Das hängt erst einmal davon ab, in welcher Form wir die Funktion vorliegen haben. Das kann als Graph, als Funktionsgleichung oder als Wertetabelle sein. Beginnen wir mit dem Graphen. Der Graph einer linearen Funktion ist eine Gerade, die nicht zwingend durch den Ursprung verläuft. Geht der Graph trotzdem durch den Ursprung, so handelt es sich um eine besondere lineare Funktion, nämlich um eine proportionale Funktion. Das heißt, der Check geht ganz fix. Der Graph ist eine Gerade, passt. Somit handelt es sich um den Graph einer linearen Funktion. Hier ein neuer Graph. Es ist keine Gerade und somit auch keine lineare Funktion. Also alles ganz einfach. Nur so sehen Graphen linearer Funktionen aus. Und wenn die Funktion als Funktionsgleichung gegeben ist? Die Funktionsgleichung einer linearen Funktion lautet y gleich m mal x plus b. M heißt Steigung des Graphen und b y Achsenabschnitt. Y gleich 3x plus 2. Das sieht gut aus. M ist 3 und das x steht auch da. Und die 2 entspricht dem b. Und theoretisch steht zwischen der 3 und dem x auch der Malpunkt. Den Mathematiker aber aus Faulheit gerne mal weglassen. Passt also. Damit ist die Funktion linear. Und wie sieht es mit y gleich 5x² plus 1 aus? Die 5 würde dem m entsprechen und die 1 dem b. Aber hier steht statt einem x ein x². Und das passt nicht. Und damit ist die Funktion auch nicht linear. Bei y gleich minus 2x minus 5 entspricht die minus 2 der Steigung m. Das mal x haben wir. Und die minus 5 entspricht dem y-Achsenabschnitt b. Immer dran denken, m und b können auch negativ sein. Passt also, die Funktion ist linear. Vielleicht hat man aber auch eine Wertetabelle und man will überprüfen, ob es sich um eine lineare Funktion handelt. Schauen wir mal. Der Funktionswert an der Stelle 0 entspricht gerade dem y-Achsenabschnitt b. Hier ist also b gleich 5. Die Steigung m entspricht gerade der Zunahme von y, wenn sich der x-Wert um 1 erhöht. Hier wird x um 1 größer und y um 3. Die Steigung m muss aber konstant sein. Das heißt, es muss bei jedem Erhöhen von x um 1 bei y um denselben Wert erhöht werden. Hier ist es immer 3. Prima. M ist also 3 und es handelt sich um eine lineare Funktion. Schauen wir uns das auch an folgender Wertetabelle an. Wir überprüfen die Werte für m und schauen, ob immer die gleiche Steigung vorliegt. X wird um 1 größer und y um 4. Im zweiten Schritt kommt ebenfalls 4 heraus. Und nochmal 4 und nochmal 4. Wir haben eine einheitliche Steigung mit m gleich 4 und die Wertetabelle gehört zu einer linearen Funktion. Noch eine weitere Wertetabelle als Beispiel. Hier haben wir einmal ein plus 5. Noch ein plus 5. Dann ein plus 7. Und damit war es das eigentlich auch schon. Man braucht eigentlich gar nicht weiter zu überprüfen. Und auch wenn nochmal plus 5 rauskommt, ein Gegenbeispiel reicht aus. Die Steigung ist nicht immer gleich und die Wertetabelle gehört zu keiner linearen Funktion. Suchst du weitere Lern- und Übungsvideos, Lernhilfen oder Übungsaufgaben? Dann schau doch auch mal auf Schlau ist Wow vorbei.